Hi Leute, hier ist der Lego-Fan und heute zeige ich euch mal, wie ihr eine Pistentür von beiden Seiten ansteuern könnt. Die eine Möglichkeit ist, an beide Seiten einen Knopf anzubauen, wie ihr hier sehen könnt. Das heißt, man kann von beiden Seiten einfach den Knopf drücken und die Pistentür auf- und zumachen, was natürlich eine sehr elegante Lösung ist. Die andere Möglichkeit ist, zwei Hebel zu verwenden. Das heißt, man hat auf beiden Seiten einen Hebel und kann dann natürlich auch von beiden Seiten mit beiden Hebeln die Pistentür auf- und zumachen. Und dann fangen wir mal direkt an mit dem Tutorial. So, ich beginne mal mit der Knöpfe-Variante. Das heißt, als erstes müssen wir den Hebel hier quasi wegkriegen. Das heißt, wir leiten einfach einen Repeater in den Block, in den der Hebel zeigt. Und das funktioniert so für so ziemlich jede Pistentür, die ich auf meinem Kanal gezeigt habe bisher. Und ja, das Redstone hier müssen wir jetzt einfach an- und ausmachen quasi, um die Pistentür auf- und zuzumachen. Das Problem ist aber, dass das ja dauerhaft an sein muss, damit die Pistentür zu ist, und dauerhaft aus, damit sie auf ist. Ein Knopf hier aber nur kurz an ist. Und dafür gibt es einen T-Flip-Flop, der verwandelt quasi einen Knopf in einen Hebel. Als erstes müssen wir dafür die beiden Knöpfe zusammenführen, das habe ich jetzt einfach mal so gemacht. Aber das kommt ja ganz darauf an, wo ihr eure Knöpfe haben wollt. Und das Signal nehmen wir dann einfach und leiten es jetzt in den T-Flip-Flop. Das heißt, beide Knöpfe powern jetzt dieses Redstone hier. Und der T-Flip-Flop sieht jetzt so aus, dass wir auf einer Seite eine Fackel haben und auf der anderen einen Redstone. Und den müssen wir mit einem Repeater powern, das ist ganz wichtig, da müsst ihr drauf achten. Dann kommt hier eine Sticky Piston hin, neben die Fackel, mit einem Block. Und dann kommt hier noch eine Sticky Piston hin, die jetzt ein Eintick-Signal bekommt. Hier kommt ein Loch in den Boden und dann kommt hier ein Block oben drauf. Und der wird jetzt immer, wenn wir einen der beiden Knöpfe drücken, entweder weggeschossen oder herangezogen. Und durch die Redstone-Fackel können wir uns jetzt hier ein Signal nehmen und das hier mit dem Redstone verbinden. Und dadurch haben wir schon die beiden Knöpfe von beiden Seiten jetzt an die Pistentür angeschlossen. So, und um jetzt die beiden Hebel auch mit der Pistentür zu verbinden, das ist etwas komplizierter und nicht ganz so elegant. Aber wenn ihr es trotzdem haben wollt, dann zeige ich euch auch, wie ihr das machen könnt. Wir fangen wieder an, indem wir hier das gleiche machen. Das heißt, hier war vorher der Hebel an diesem lilanen Block dran. Und den powern wir jetzt hier mit dem Repeater. Und da müssen wir jetzt quasi den Output von einem sogenannten XOR-Gate ranführen. Das heißt, die beiden Hebel dürfen wir jetzt nicht miteinander verbinden, sondern wir bauen jetzt einfach mal ein XOR-Gate hier hin. Das sieht so aus, dass wir hier zwei Blöcke haben mit zwei Fackeln. Und wenn wir das jetzt kurz wegnehmen, damit es weniger verwirrend ist, hier wären dann die beiden Inputs. Das heißt, den einen Hebel müsst ihr an den Block hier leiten und den anderen an den linken Block hier. Und die Hebel kommen jetzt einfach von diesem Redstone hier. Nur, dass ihr nicht verwirrt seid. So, und dann kommen hier zwei Redstone-Dust hin. Dann kommt hier so ein V drauf über die beiden Fackeln. Ein Redstone in die Mitte und dann hier eine Fackel dran, die dieses beides Redstone powert. Und wenn wir jetzt hier zwei Fackeln haben und die miteinander verbinden, ungefähr so, dann ist das unser Output, dieses Redstone, und das können wir jetzt da unten ranführen, wie wir wollen. Ich packe jetzt hier einfach mal eine Sticky Piston hin, weil ich faul bin, und dann machen wir es einfach mal so. Und wenn wir jetzt die beiden Hebel betätigen, können wir von beiden Seiten die Pistentür auf- und zumachen, wie wir wollen, weil das eben die Funktion eines XOR-Gates ist. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen. Wenn es euch dann gefallen hat, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.